Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Das heißt Animalica. Und das ist eigentlich auch ein Survival-Spiel, Early Access. Und ich habe da schon mal ein bisschen reingespielt, also nicht lang, nicht viel. Ich loop jetzt erstmal hier gleich mal mitnehmen, weil hier doch ein bisschen laut ist. Ja, es sieht sehr, sehr schön aus. Und ich hoffe wirklich, dass das ja weiterentwickelt wird, weitergemacht wird. Und wir spawnen praktisch hier. Es soll auch noch eine richtige Story dazu kommen. Also ich fände das richtig toll. Und ja, wir spawnen hier und wissen eigentlich gar nicht, was Sache ist. Voll in so einem Bunker hier. Und wir zackeln einfach mal alles ein, was wir hier finden können. Einfach mitnehmen. Ich habe auch schon direkt... Ja, es soll helfen. Einen Bogen. Dann ziehen wir uns so auch gleich mal hier rein. Das können wir auch gleich direkt ausrüsten eigentlich. So. Das ist auch noch alles auf Englisch, deswegen seid nicht so streng mit mir, bitte. Wenn ich was nicht kapiere oder einfach nicht verstehe. Aber ich gebe mir natürlich Mühe. Und alles mitnehmen. Kann man da auch loopen? Nein. Hier ist noch eine Box. Also hier im Bunker ist ja wirklich laut, aber draußen, ich war auch schon mal ein bisschen draußen. Ich habe mir ein bisschen die Landschaft angeguckt. Und an dem Spiel geht es praktisch, denke ich mal, darum, dass wir Tiere, manche sind genmanipuliert, andere sind krank. Die müssen wir dann praktisch heilen und können die dann, ich weiß nicht, ob man die dann richtig züchten kann oder ob man denen einfach nur hier ja, eine Heimat hier praktisch bietet und ja, die ganzen Arten praktisch vom Aussterben daran hindert. Genau. So, es läuft vielleicht bei mir noch nicht ganz so flüssig, aber sobald man draußen ist, finde ich, geht das eigentlich auch alles besser. So, ihr seht schon voll der Bunker hier. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen jetzt. Also hier drin ist bei mir immer ein bisschen ruckelig, aber wie gesagt, draußen ist dann um einiges besser. So, nimm einfach alles mit. Ja, ja, geht's raus, aber ich möchte eigentlich gerne noch die anderen Sachen mitnehmen. Vielleicht gibt's da noch das eine oder andere. Hm, doch hier. This is a nice find. Ja, wir können uns also Charakter auch nicht selber erstellen, soweit ich das mitgekriegt habe. Wir sind einfach eine junge Dame. Und ich weiß nicht, wie gesagt, wenn da dann wirklich noch Story dazukommen soll, dann hat es schon alles seinen Grund, denke ich mal. So, können wir da drin noch mitnehmen? Gib mir den letzten Apfel auch noch. Danke. So, alles ausgeräubert. Jawohl. Jetzt gucken wir auch noch hier rein. Ne, da war ich schon, oder? Ja, da war ich schon. Die kleinsten Räume und ich verirre mich trotzdem. Ja, man hat auch wirklich so ein Craft-Menü. Finde ich auch richtig schön. Ich baue ja immer ganz gerne eigentlich. Und ihr seht schon, Futter, Trinken, brauchen wir alles. Alles mitnehmen. Was gibt's noch hier? Jawohl. Ja, hier sieht man jetzt schon so die erste Auswahl an Sachen, was man sich herstellen kann. Und da steht dann praktisch auch, was man dazu braucht. Wir brauchen jetzt noch Hardwood und scharfen Stein. Und da haben wir dann, glaube ich, alles für Tiergehege, vermute ich jetzt mal. Genau. Feuer, um sich was zu kochen. Heilersachen. Und hier ist auch ganz interessant. Man kann sich dann praktisch auch kleine Häuser oder Zelte bauen. Ah, komm, geh weg. Ja, mit der Steuerung muss ich auch erst wieder rein oder reinkommen. Ah, doch, wir haben alles. Wie gesagt, ich habe es nur mal ganz kurz angespielt und mir gedacht, es sieht eigentlich wirklich ganz schick aus.
Und das hat auf jeden Fall Potenzial, das Spiel. Ich hoffe, wie gesagt, dass das Zukunft hat. Schön trinken. Alles mitnehmen. Oh, Schokolade. Ja, kann man nicht mitnehmen. Kann man gar nicht durchsuchen, okay. Und diese Fläschchen, diese kleinen, die sind eben, ja, um Tiere zu heilen. Oder die Dinger hier, soweit ich das jetzt kapiert und mitbekommen habe, tunkt man da seine Pfeile rein. Dann hat man diese hier. Und dann kann man Tiere zähmen und ja praktisch in die Tasche packen, mit heimnehmen und dann heilen und wieder auswildern. Man kann, es gibt dann auch Pferde, die kann man ja reiten. Und dann hat man praktisch ein schnelleres Fortbewegungsmittel. Gut, da ist nichts mehr. Ihr seht schon, die haben mal so irgendwie versucht, Pflanzen und Tiere, ja, hier, keine Ahnung, zu retten. Gut, aber ich glaube, ich habe dann hier alles. Ist hier noch was? Nein. Dann würde ich sagen, gehen wir mal, war mich unten schon? Ich weiß es nicht. Ach doch, da waren die. Okay, Entschuldigung. Wie gesagt, ich kenne mich ja auch noch nicht aus. Und hier drin waren wir auch. Jawohl. Ach, das ist doch noch ein Safe, oder? Jawohl. Nehmen wir auch mit. Sehr schön. So. Dann gehen wir mal raus. Als ich das Spiel gestartet habe, sah es wirklich so aus, als hätte sich das Spiel aufgehängt. Oder es würde erst gar nicht laufen, weil nur ein grauer Bildschirm da ist. Aber einfach durchhalten, Geduld haben, am besten ein Spiel starten. Dann noch, keine Ahnung, Tee holen, Kaffee holen, trinken holen und einfach laden lassen. Das dauert eine Weile, aber wenn es läuft, dann läuft's. Und also ich finde es richtig schön hier. Man hat halt hier praktisch schon so eine Basis. Zwar nur alles kaputt und ihr seht schon, da drin brennt's und da hinten ist ein Anwesen. Und wenn man hier rausgeht... Ach hier, stopp. Nehmen wir gleich mal mit. Also es sieht wirklich schön aus. Da unten haben wir schon einen Strand mit einer Brücke. Und auch die Bäume und die Wiesen. Also ich finde es klasse. Und hier seht ihr es. Also Animalica, Shelter for Native Wildlife. Und ja, man hat halt wirklich da Pferd zum Reiten. Man hat Hirsche, Tiger. Alles mögliche eigentlich. Und das finde ich eigentlich so von der Idee her eigentlich auch richtig schön. Weil es halt wirklich nicht nur einfach darum geht, ja, find Essen, find Trinken und überlebe einfach. Sondern man hat halt so eine kleine Aufgabe. Da hinten seht ihr jetzt schon einen Hirsch rumlaufen. Und die sind, wenn ich halt jetzt rangehe, dann haut der ab, oder? Soll ich ihn schon mal zähmen, also praktisch erschießen und dann in die Tasche packen? Ich weiß nicht. Ja, weil... Na, ich treffe mal wieder an nichts. Ach, da. Bleib doch stehen. Jawoll. Ja, er ist jetzt zwar gerade tot, aber die Tiere selber sehen auch richtig schön aus. Ganz, ganz toll. So, jetzt nehmen wir das mal mit. Das ist der Loot. So, und jetzt sehen wir, wir haben hier Red Deer Braun und es ist aber infiziert, also infected. Und das müssen wir heilen. Und dazu bauen wir dann, glaube ich, eben Taming und Cure. Aber wie gesagt, ich kenne mich da noch nicht so aus, zeige ich euch aber, sobald ich selbst dahinter komme, wie das alles funktioniert. Und wie gesagt, ich dachte mir, ist vielleicht auch ganz schön das Spiel. Um das einfach mal, ja, zu spielen. Ich spiele auch gern 7 Days. Aber das hier ist halt auch mal was anderes. Vom Prinzip her das gleiche eben. Mit Überleben, Essen, Trinken, alles. Und also mir gefällt es einfach. Also man hat auch wirklich eine riesige Welt zum Erkunden. Man kann mit Schiff und
Hubschrauber. Das ist so ein Schnellreisepunkt, sage ich jetzt mal. Damit kommt man dann auch auf andere Kontinente. Das eine ist eher so ein bisschen ja, asiatisch, das andere war, glaube ich, so ein Piratenhaufen, ja. Und ich finde das wirklich sehr interessant, also ich finde es schön. Und das zeige ich euch dann noch. Diese Bäume, die gesund sind und schön wachsen, kann man nicht einfach niedermetzeln, sondern man muss dann wirklich, wirklich suchen. Also diese toten, kaputten Bäume, die kann man dann später mit einer Axt abholzen. Und man kann halt nicht einfach, ja, was man gerade so möchte, alles kaputt hauen. Sondern man muss schon ein bisschen mehr gucken und suchen und genau, hier Hardwood, nehmen wir auch gleich mal mit. Steine, also es ist schon ganz schön. Und hier gibt es aber dann auch genmanipulierte Tiere und Monster und böse Ninjas, die wir dann alle kaputt machen können. Also es gibt eigentlich so ziemlich alles hier. Es gibt was zum Kämpfen, zum Überleben, zum Sammeln und zum Bauen. So, jetzt räumen wir aber erstmal hier auf, löschen wir erstmal das Feuer. Das ist auf jeden Fall schon mal besser. So, alles mitnehmen. Hat sich gerade komisch angehört. So. Ich weiß auch nicht, 7 Days ist ja bei mir so zwischen 30 und 20 Minuten lang. Ich weiß nicht, was angenehm wäre von der Länge her. Aber ja, ich würde sagen, wir starten hier jetzt einfach noch ein bisschen, gucken uns noch ein bisschen um. Ich würde vielleicht auch mal, oh, kann auch mitnehmen, runtergehen zu der Villa. Aber erstmal was essen und was trinken, würde ich sagen. Ach ja, das vergesse ich immer. Ich klick das praktisch einmal an und muss es dann ziehen. Und nicht festhalten, braucht man nicht. Habe ich schon was Essbares? Ja, Äpfel, Kartoffeln, Hühnchen. Machen wir mal so. Nam nam nam, lecker. So, was machen wir denn? Könnte ich hier was reinpacken ein bisschen? Ja. Das sind jetzt Sachen, die brauche ich eigentlich nicht unbedingt, muss ich nicht unbedingt mitnehmen. Essen trinken dürfte vielleicht reichen. Wild Seeds, also es soll, momentan ist glaube ich noch nicht freigeschalten, aber es soll auch so richtig, ja, dass man Sachen anbauen kann, Pflanzen anbauen. Das soll dann wahrscheinlich noch reinkommen ins Spiel, was ich persönlich richtig gut finden würde. Und bei den Händlern habe ich jetzt noch nichts verkaufen können. Ich glaube aber, das wird auch noch freigeschalten. Also man hat dann wirklich auch eine Stadt, da kann man wirklich ja, Sachen kaufen und verkaufen. Da hat man andere Leute dann rumlatschen. Finde ich richtig schön. So, mit Schiff, dann geht das ein bisschen schneller. So ein bisschen weg. Bananen nehmen wir auch mal mit. Arznei nehmen wir auch mit. Alkohol will ich nicht. Wasserfilter. Ja, das sind halt alles Sachen, wo man dann zum Craften braucht. Und noch eine Kiste vollpacken. Den Hirsch lassen wir jetzt auch mal hier. Na, Messer, Bogen, keine Ahnung. So. Ja, hier unten haben wir dann auch noch so ein Labor. Ja, hier sind auch wieder verschiedene Pflanzen, aber mit denen kann man, glaube ich, nichts machen. Ach, da ist ja noch ein Bogen. Brauchen wir jetzt aber eigentlich nicht. Ich nehme aber die Pfeile mit. Das Trinken nehmen wir auch mit. Energieriegel, kann auch nicht schaden. Und dann gehen wir aber mal hier rein. So, schon hier Hightech pur.
Ihr seht da jetzt auch, das sind auch so ganz viele... Oh, this is a nice bind. Ja. Ganze Zeug hier. Genau, und hier kann man sich dann eben diese Sachen herstellen. Und da braucht man halt verschiedene Pflanzen dafür, aber fragt mich nicht, wo es die gibt. Ich habe keine Ahnung. Und hier sind dann eben diese verschiedenen Mittel. Mutagene kann man auch irgendwie hier zusammenbasteln. Und an dieser Station kann man dann die Tiere heilen, zum Beispiel. Je nachdem, wie die infiziert sind oder Parasiten haben oder. Ich weiß auch nicht, ob man da dann eigene Sachen züchten kann, kreieren kann, weiß ich nicht. Aber ihr seht schon, man hat wirklich richtig viel Zeug hier. Elefanten, Nashörner, Zebras, alles. Pferde, ganz viele. Tiger und hier unten. Oh nee, sind gar nicht. Ich dachte, ich hätte auch schon mal irgendwo so ein genmanipuliertes Tier gesehen. Nee, aber auf jeden Fall, es ist wirklich richtig interessant. Und wie gesagt, ich hoffe, dass da auf jeden Fall noch einiges kommt. Ja, da hinten seht ihr jetzt, da haben wir dann auch Gewächshäuser. Aber da kann man noch nicht anpflanzen. Ich weiß aber nicht, wann oder wie das dann funktioniert. Es sieht halt schon schön aus. Ich weiß auch nicht, ob man das dann irgendwie vielleicht reparieren kann oder so mit der Zeit. Aber es sieht halt schon toll aus. Nehmen wir schon mal alles mit, was wir so sehen. Und es ist praktisch wie so ein Park, denke ich jetzt mal. Ich habe keine Ahnung. Ich denke einfach nur. Und hier seht ihr aber, da sind schon die ganzen Rehe, da ein kleiner Stall. Und das sind dann praktisch wie so kleine Gehege. This is terrible. Ja, schrecklich. Alle, ich weiß nicht, krank. So, gucken wir uns den mal an. Und die können wir eben heilen und dann hier Futter und Trinken hinstellen. Bisschen Deko für die Tiere. Und ja, wieder ausbildern. I'll be taking this. Ihr habt da jetzt so eine Futterkrippe. Irgendwie hört sich das eklig an, wenn ich die in die Tasche packe. Und später, wenn man einen Hammer hat, kann man die Sachen auch wieder abbauen und woanders hinsetzen. Also, ich finde es wirklich, wirklich schön. Ja, und da gibt es halt wirklich hier die ganze Reihe hinter. Das sind lauter so Gehege. Wie gesagt, ich denke einfach, das sind welche. Wenn ich jetzt irgendeinen Schmarrn erzähle, dann tut mir leid. Aber ich find's schön. So. Genau. Da kann man halt dann wirklich selber, ja, Ställe reinbauen. Und dann praktisch alles ausbildern, was man möchte. Und hier oben ist so eine riesige Brücke. Bin ich auch schon mal entlang gelatscht. Aber da kommt dann nur ein Gebäude, wo dann drin steht, kommt bald mehr. Also ich weiß nicht, was da dann reinkommt, aber ich freue mich. Also ich hoffe, ich sehe da mehr. Ja, und auch von der Gegend hier, ich finde es richtig, richtig schön. Ja, und am Anfang halt wirklich Sachen suchen, weil... Wie aus 7 Days, man kennt man es ja, man geht zu einem Stein hin und haut drauf, aber das klappt hier nicht. Ich brauche nämlich eine Pickaxe. Also ohne die geht das nicht. Ist vielleicht zum Anfang ein bisschen schwerer, aber bestimmt machbar. So, und diese Brocken, die kann man wie gesagt dann alle später abbauen. Für Steine und so. Jetzt gehen wir mal noch da hoch. Mal reingucken. Also wie gesagt, ich finde es einfach schön. Ich weiß auch nicht. Was gefällt... Also, wie gefällt es euch? Vielleicht wollt ihr ja davon auch mehr sehen. Mache ich da wirklich ein Let's Play draus auch. Und... Ja, hier Deko-Sachen. Kann man alles mitnehmen. Könnt sich ja dann das Haus wahrscheinlich richtig ausbauen. So... Ja, könnte man alles hier schön mit Bett
reinbauen, Schränke. Alles leer. Kann ich einmal von hier oben irgendwo eine schöne Aussicht oder so? Gehen wir doch mal auf die Brücke. Ja, aber von da aus sieht man nur in die einzelnen Gehege. Und ihr seht schon, das ist so eigentlich eine riesige Anlage hier. Da hat man auf jeden Fall viel Platz. Und da hinten ist halt noch nicht fertig. Da kommt man später rein. Genau. Okay, da geht's nicht weiter. Muss ich erst mit dem Aufzug von unten nach oben fahren. Mal gucken. Muss ich einen anderen Weg wieder zurückgehen. Ja, aber wie gesagt, also mir gefällt das Spiel richtig gut. Und ich werde davon auf jeden Fall mal ein paar Folgen machen. Und ich hoffe, dass, ja, dass das Anpflanzen bald mal kommt. Dass man auch verkaufen kann und so Sachen. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Genau. Dann hoffe ich, euch gefällt das auch und vielleicht kriegen wir davon ein paar Folgen zusammen. Einfach mal gucken. Je nachdem, wie es ankommt auch. Und neben Seven Days her vielleicht auch ein ganz nettes Projekt. Dann würde ich aber erstmal sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Da gehen wir dann ein bisschen nach draußen. Tschüss!